Hallo Freunde und willkommen zurück zu Pokémon Karmesin. Wir haben hier in der Postgame-Story noch ein bisschen ein paar Quests zu erledigen. Und eine davon ist direkt hier vorne bei dem Typen. Eine Spende für die Gefährten. Oh, Michael, guten Abend. Nochmals vielen Dank für deine Hilfe bei der Sache mit Ogerpan und so, ne? Wer hätte gedacht, dass die drei Gefährten in Wahrheit die Übeltäter waren? Naja, um mein Haar hätten wir wieder eine Lüge an die nächste Generation weitergegeben. Apropos, mir ist klar, dass die drei Gefährten diese Ehre eigentlich nicht verdient haben, aber erinnerst du dich noch an diese Statuen auf dem Gefährtenplatz, die zerstört wurden, als die drei wieder zum Leben erwachten, aus irgendeinem Grund? Ich fände es sehr schade, die Statuen in diesem Zustand zu lassen, du nicht auch? Ist eigentlich egal, oder? Naja, ich sag mal ja. Genau, an der Akademie scheinen sie euch gut zu erziehen. Die Gefährten mögen böse gewesen sein, aber ihre niedlichen Statuen haben so viele Touristen. Ich meine, die Statuen trifft doch keine Schuld. Ja, okay. Deshalb möchte ich eine Spendensammlung für die Restaurierung unserer geliebten Statuen ins Leben rufen. Ich nehme Spenden ab 10.000 Pokédollar entgegen und das Ziel liegt bei 1 Million. Aber von einer Schülerin kann ich natürlich kein Geld verlangen. Das ist so gut, deine Eltern und Lehrer so unaufdringlich wie möglich, aber so aufdringlich wie möglich, um eine Spende zu bitten? Gut, dass ich kurz vor der Aufnahme nochmal Geld gefarmt habe. Ich weiß nicht, ob man sehen kann. Ja, da oben rechts sieht man es. Ich habe ganz viele Schätze hier verkauft. Jetzt ist ja auch alles leer. Weiß nicht, ob ich die verkaufen kann. Und falls ihr nochmal ein bisschen Geld braucht, habe ich auch einfach hier seltene XP-Bonbons einfach verkauft. Kriegt man ganz viel Geld von. Jetzt habe ich 1 Million Poké-Dollar. Und die kann ich direkt mal ausgeben, ne? Bisher haben wir 0 Dollar am Spenden für unsere geliebten Schatten gesammelt. Poké-Dollar. Ja, hier kriegst du 10.000, ne? Willst also eine Spende in Höhe von 10.000 einreichen? Klar. Oh, dein College-Geld, herzlichen Dank. Nimm das hier, damit du nicht mit leeren Händen gehst. Prachtfeder. Wir kriegen Schätze, die wir verkaufen können für Geld? Okay. Jetzt haben wir 10.000, unser Ziel ist 1 Million. Rückt näher und näher. Okay, machen wir mal ein bisschen schneller hier. 100.000. Pott, Blödsinn, willst also eine Spende in Höhe von unglaublichen 100.000 einreichen? Ja, klar. Herzlichen Dank. Nimm das hier, damit du nicht mit leeren Händen gehst. 10 Prachtfedern. Okay, und das muss ich jetzt einfach immer wieder machen und immer wieder machen und immer wieder wiederholen. So, ist immer das Gleiche. Okay, Leute, das mache ich dann eben. Bis gleich. So, jetzt bin ich fertig. Das war die letzte Spende. Jetzt bin ich pleite. Mit Poké-Dollern. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, mit dieser Spende haben wir tatsächlich unser Ziel von 1 Million Poké-Dollar erreicht. Das heißt, wir können die Gefährtenstatuen endlich restaurieren. Piep, pop, pop. Weißt du was? Ich rufe jetzt sofort unsere Spezialisten dafür an. Piep, piep, pop. Ja, hallo, ich bin's. Wir haben das nötige Geld für die Restaurierung von, du weißt schon was, zusammen. Ihr könnt mit den Arbeiten beginnen. Ja, und ich habe das ganze Geld finanziert, ne? Mein ganzes Erspartes. So, die Restaurierungsarbeiten scheinen abgeschlossen zu sein. Warum überzeugen wir uns nicht gleich selbst an dem Ergebnis? Okay, ich dachte, die kommen da vorne hin. Oder, da wo die gestorben sind. Oder wieder auferstanden sind, besser gesagt. Ja, oben am Park. Oh, das ist doch nicht zu fassen. Da stehen sie wieder. Die Gefährtenstatuen erstrahlen dank unserer Spendensammlung in neuem alten Glanz. Das war 1 Million Poké-Dollar wert? Oh Mann. Unglaublich, dass sie bis auf den letzten Stein genauso aussehen wie zuvor. Wir haben selbst ihre abgebröckelten und verwirrten Stellen nachgebildet. Haha, ihr seid wirklich Meister eures Handwerks. Ja, einfach... Einfach nur die alten Model genommen und einfach sagen, ja, wir sind einfach krass, wir haben es einfach genauso gemacht, wie es vorher war. Wow. Mit den Statuen als Fotomotiv werden die Touristen unsere Stadt überrennen. Hurra, hurra, los, mach doch auch mit. Hurra-Pose? Okay. Und ich wäre unsere Spendenaktion niemals so erfolgreich gewesen. Als Dank möchte ich diese Kleidung schenken. Festoutfit glänzend.
Ein Teil der Spenden, Waldbrick, also habe ich ihn genutzt, um dieses Auto für dich etwas aufzupeppen. Zieh es doch an, wenn du dich das nächste Mal mit deinen Freunden in Paldea triffst. Da kriegen sie einen kleinen Einblick in das, was Kitakami zu bieten hat. Ein bisschen Schleichwerbung kann ja nicht schaden. Oh Mann. Na gut, eine gute Tat am Tag ist doch gar nicht mal so schlecht. Wir haben eine neue Pose bekommen, habe ich gehört. Warte, was für eine Pose? Hier mit der Taste? Hurra! Yay! Ich bin arm jetzt! Ich habe so viel Geld ausgegeben! Yippie! Außerdem neue Klamotten. Das heißt hier. Festoutfit olivgrün. Das würde so aussehen. Das kennen wir ja schon. Und hier Festoutfit glänzend. Oh, oh. Schick, schick. Klar. Können wir ruhig eigentlich anhaben, ne? Warum nicht? Sieht krass aus, finde ich. Sieht schon krass aus. Sind wir vergoldet. Yeah. Uhu. So, dann würde ich sagen, können wir auch schon direkt uns aufmachen zur nächsten Quest. Die liegt nämlich relativ in der Nähe hier. Und zwar seht ihr hier einmal die Stadt. Die normale Stadt hier in Kitakami und hier diesen Strahl. Ich weiß, der Strahl spawnt bei euch manchmal vielleicht nicht, aber auf jeden Fall, hier ist ja auch Gemma, ne? Oder zumindest stand hier mal Gemma, jetzt nicht mehr. Ist jetzt weggegangen. Aber wenn man hier direkt nach links geht, sehen wir dort vorne zwei Typen, mit denen wir eine Quest starten können. Ohoho, das war zu erwarten. Nein, Fifi darf nicht mitmachen. Was das wohl für eine Quest wird? Ha, all diese negative Ionen. Am liebsten würde ich die Luft von Kitakami abkaufen. Meine Liebste, und näher, nicht mal der hinterste Hinterwald kann dich von deinem Mindset als Entrepreneurin abbringen. Ach, Billy, wie recht du noch hast. Und deine Ehrlichkeit ist Balsam für die Seele. Hast du schon eine Idee, wie wir unseren Zaster heute verprassen können? Oh Gott, die sind so richtig reiche Leute. Gute Frage, so langsam gehen mir echt die Ideen aus. Psst, Billy, jemand aus dem Pöbel schaut genau in unsere Richtung. Hm, jemand aus dem Pöbel? Ha, ich habe jetzt auch was Goldenes an, darf ich mitmachen? Du hast recht, das ist eine arme Schluckerin. Wie aus dem Bilderbuch, dein Outfit ist 10.000 wert, unseres 10 Mille. Unfassbar, eine Otto-Normalverbraucherin, wie sie leibt und lebt. Meinst du, es wäre gegen den guten Ton, ihr die Hand zu schütteln? Vielleicht könnten wir sie ja um ein Autogramm bitten. Vielleicht kriegen wir ja irgendwelche Krankheiten, wenn wir uns mit solchen Normis abgeben. Immer mit der Ruhe und näher. Der Pöbel wird schon nicht beißen. Verzeihung, du hast ja so recht. Aber wann sehe ich schon mal jemanden aus dem einfachen Volk? Klar, wie solltest du auch? Immerhin bist du die Geschäftsführerin von Paldea Immobilien. Okay. Verehrte Normalbürgerin, bitte verzeih die Störung. Hättest du wohl die Güte, einen Pokémon-Kampf gegen mich auszutragen? Solltest du tatsächlich gewinnen, werde ich dich mit Reichtümern überhaufen. Da zeigt sich wieder dein größtes Laster, meine Liebe und Nähe. Du kannst einfach nicht anders, als habenichtens völlig neue Perspektiven zu eröffnen. Oh, bitte sag mir jederzeit Bescheid, wenn du deine Vorbereitungen getroffen hast. Lass mal sehen. Ja, passt. Können wir so lachen. Wir haben nur 5 Pokémon. Ja, ich habe übrigens meine Ursula benannt zu Freddy. Ja, warum nicht? Finde ich lustig. Warum immer? Und los geht's. Die Schnösel. Die Bimbos. Bist du bereit, dir für die Aussicht auf Reichtum und Lux einen Kampf mit zu liefern? Jo. Bereite dich darauf vor, von der Geschäftsführerin von Paldea Immobilien vernichtet zu werden. Die Musik, ganz normale Trainerkampfmusik aus Paldea. Ulala! Viel Erfolg, Onea. Mach sie fertig. VIP Onea. Ich weiß zwar nicht, wer die beiden sind, aber zerstört werden sie trotzdem.
Mit den Legs. Natürlich, so Billy Card war klar. Passt zu solchen Schnürseln. Ich habe ein bisschen die Attacken umgeändert, aber nicht viel. Bisschen geguckt, was so passen würde. Hi-ya! One shot! Okay, nice. Ach ja, und ich habe ein fünftes Pokémon drin, einfach nur damit das fünfte Pokémon ein bisschen die XP klauen kann. Damit wir nicht so overlevelt sind. Ich versuch's zumindest. So, kämpft also der Pöbel! Also, du hast nur ein Pokémon eingesetzt und du dachtest, ich verliere? Ernsthaft? Du bist einfach phänomenal! Eine wahrlich vortreffliche Vertreterin des Pöbels! Ulala, oh nee! Selbst wenn du verlierst, siehst du noch bezaubernd aus! Schnauze. Hör gut zu, damit du was lernst, ja? Wer reich sein will, muss wissen, wie man mit Geld umgeht. Das Preisgeld, das ich dir eben gütigerweise belassen habe, solltest du für eine sinnvolle Investition in dein Leben nutzen, nicht so wie wir. Betrachte dich selbst als deine wertvollste Kapitalanlage. Dann stehst du auch ohne Geld nie mit leeren Händen da. Ich habe leider nicht gesehen, wie viel Geld wir bekommen haben. Müssen wir nochmal zurückspulen. Komm, mein lieber Billy, mir steht jetzt der Sinn danach, diesen Wasserfall in Paldea zu sehen. Und zwar sofort! Ulala, wir sind gerade erst in Kitakami angekommen und reisen schon wieder ab. Du bist echt eine Vorzeige-Jetsetterin. Oh Mann. Wasserfall von Paldea. Was ist, wenn wir da jetzt hinfliegen würden? Wo ist denn überhaupt ein Wasserfall? Warte mal. Kenne ich hier irgendwo einen Wasserfall? Wo wäre denn hier ein Wasserfall? Ich guck mal, ob das noch weitergeht mit der Quest, aber ich glaube schon. Ich suche die mal. Gefunden! Und zwar in Paldea. Hier. Ich bin hier einfach hier hingeflogen. Hab mich hier ein bisschen rumgeschaut. Ja, ne? Nochmal raus und rein zoomen, bitte. Wisst ihr, was ich meine? Und dort unten befinden die sich beide. Die chillen da rum mit den ganzen Enterons. Oh, nicht abrutschen. Ich habe das Gefühl, die haben noch eine neue Quest für mich. Ohohoho, ganz richtig. Und ja, man kriegt von denen sehr, sehr viel Geld. Also wenn ihr ein Pokémon habt mit einem Zahltag oder sowas oder ein Münzamulett oder sowas, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, das hier auszurüsten. Ich habe das nicht gemacht, weil ich brauche das Geld nicht unbedingt. Mir ist das eigentlich ziemlich egal. Aber falls ihr wirklich Geld braucht, das vor allem auch für die Quest, die wir vorhin gemacht haben, ne, dann macht das. Oh, 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 oh. Das ist also eines der 10 Wunder Paldeas, von denen ich so viel gehört habe. Ganz richtig, liebste Onea. Vor dir siehst du die sogenannten Furienfälle. Sie sind nicht so ganz beeindruckend, wie ich sie mir vorgestellt hatte. Aber so mickrig die Wasserfälle auch sind, ich kann die negativen Ionen förmlich spüren. Eine echte Lady wie du lässt sich eben von nichts die Laune vermiesen. Roboter Make-up. Von dir gehen nicht nur negative Ionen aus, sondern regelrechte VIP-Ionen. Kein Wasserfall der Welt lässt mich so entspannen wie deine Präsenz. Ulala. Ach, Billy, wie recht du doch hast. Auf deine Ehrlichkeit ist Verlass. Oho, wenn das nicht unsere Vorzeigevertreterin des Pöbels ist. Stimmt, das ist sie. Die Geldnot steht ihr ins Gesicht geschrieben. Ob das Schicksal sie hergeführt hat oder wurde sie von deinen VIP-Ionen angelockt? Oh, sehr gut möglich, mein Lieber. Als VIP ist es unsere Aufgabe, die Träume von gewöhnlichen Menschen Wirklichkeit werden zu lassen. In diesem Sinne, das hier ist für dich. Oh, 15 Riesenperlen. Komm, verkaufen. Und lass mich noch ein bisschen meiner Weisheit mit dir teilen. Mit Geld ist es wie mit den negativen Ionen. Wenn man davon umgeben ist, bietet es einem Stabilität und Ruhe. Doch das Glück, das man dadurch erhält, ist flüchtig. Wow, wie tiefgründig. Aber in einem Kind ist eine Weisheit garantiert verschwendet. Wie Perlen vor die Verkuli.
Wie dem auch sei, Billy, als nächstes will ich an einen möglichst abgelegenen Ort, hörst du? Für heute habe ich genug von Sehenswürdigkeiten. Ulala, du hast dich wohl in kürzester Zeit an diesen Sehenswürdigkeiten satt gesehen, was? Kein Wunder, bei einer Vorzeige-Jetsetterin wie dir. Wie gut, dass ich den perfekten Ort für diesen Fall kenne. Er liegt auf der Grenze zwischen der südlichen Zone 5 und der südlichen Zone 1. Okay. Dann, ich komme mal mit, ne? Noch mehr Geld und so. Ne? Ja. Ja. Ich dachte, es kommt noch ein Kampf, aber scheinbar war dieser Tipp, den ich vorhin nicht gesagt habe, nur gut für den ersten Mal antreffen. Auch wieder gefunden. Und zwar, wenn wir mal die Map öffnen. Ungefähr hier. Ne? Einfach hier hin tippen oder halt sich dorthin tippen. Einmal in die Mitte gehen. Auf diesen Berg hochklettern. Und da stehen die beiden. Juhu! Oh, ho, ho, ho. Da lachen sie schon wieder über mich, weil ich so ein Geringverdiener bin. Das Geld, das pissen die. Oh, ho, ho, ho. Oh, ho, ho, ho. Was für ein absolut gewöhnlicher Ort. Hier gibt es wirklich rein gar nichts Sehenswertes. Genau danach habe ich gesucht, mein liebster Billy. Vielen Dank. Es war mir eine Freude. Nichts macht mich glücklicher, als dich glücklich zu sehen. Ich kann förmlich spüren, dass dieses Land von mir gekauft und in ein neues Business verwandelt werden möchte. Nanu, wenn das sie unsere liebste Vertreterin des Pöbels ist. Ja, zumindest hat sie einen gewöhnlichen Ort kaufen und da was aufbauen, statt irgendeine Sehenswürdigkeit. Du hast recht, das ist zweifelsohne unsere bedürftige Freundin. Dein Charisma wirkt so anziehend, dass du die Leute selbst an einen Ort wie diesen lockst. Oh, wie du doch recht hast, mein lieber Billy. Als VIPs ist es unsere Aufgabe, die Träume von gewöhnlichen Menschen wirklich werden zu lassen. In diesem Sinne, das ist für dich. 15 Nuggets. Hätten schon Riesen-Nuggets sein können, oder? Lass mich noch ein bisschen meiner Weisheit mit dir teilen. Geld findet man dort, wo man es am wenigsten erwartet. Besonders in Einöden wie dieser hier. Deine Möglichkeiten sind so unermesslich wie der blaue Ozean. Was spüre ich da? Sind das deine Worte der Weisheit, die meinen Körper durchdringen? So erfrischend wie kühles Wasser nach einer anstrengenden Yogastunde. Was? Weiter geht's, Billy. Als nächstes will ich nach Kitakami und von den dortigen Früchten probieren. Ulala, in Kitakami waren wir doch neulich erst. Jetzt willst du wieder zurück. An eine Jetsetterin wie dich muss die Welt sich erst gewöhnen. Ich werde eigenhändig Äpfel für dich auspressen, liebste Onea. Also sind sie wieder am gleichen Ort wie vorher, oder was? Hört sich zumindest so an, weil das war ja direkt in der Nähe der Äpfelfarm. Okay, ich schau mal. Was soll ich denn da hinten? Da leuchtet was. Ich leuchte, yay! Gefunden, hier vorne in Kitakami, direkt bei den, wie heißen die, Apfelhügeln? Apfelhügel, genau. Ja, wie gesagt, manchmal machen die Kämpfe, habe ich nochmal nachgeschaut. Ein gutes Pokémon, was man zum Beispiel benutzen könnte, wäre jetzt zum Beispiel ein, Pre-Order-Bonus Zorak. Das hat zum Beispiel auch goldene Zeiten, das kann man zum Beispiel auch benutzen. Ich kann mal versuchen, ob ich es mit dem Ding hinkriege, es einzusetzen, bevor es down geht, weil es ist nur Level 50. Aber ja. Meine Liebste und näher. Oh. Lacht sie jetzt wieder? Ja. Oh. Oh. Billy, sieh dir das an. Was für ein entzückender Vorgarten. Komisch, dass wir ihn vorhin nicht gesehen haben, als wir da 5 Meter hinten standen. Meine liebste Onea, das ist doch kein Vorgarten. Du stehst in der hiesigen Obstplantage. Ist das dein Ernst? Diese paar Obstbäume sollen eine Plantage sein. Wie erfrischend bescheiden. Okay, ist eigentlich schon ein riesiges Feld, ne? Danke, dass du mich korrigiert hast. Auf deine Ehrlichkeit des Verlass. Nicht der Rede wert, meine Liebste. Auch für mich ist die Lebensweise des Pöbels noch ein großes Mysterium. Ach ja, gewöhnliche Menschen sind mir einfach ein Rätsel. Es ist so aufregend, sie zu erforschen. Nanu, wenn man vom Pöbel spricht, da ist unser mittelloser Liebling wieder. Oh, du hast recht. Wieder einmal kreuzen sich unsere Wege. Ich will noch mehr über dich und den Rest des Pöbels erfahren. Euch näher kommen. In diesem Sinne, willst du noch einmal gegen mich kämpfen?
Diesmal habe ich auch mehr als ein Pokémon. Das zeigt sich wieder, dein größter Laster, meine Leonie. Du kannst einfach nicht anders als andere in einen Kampf kennenzulernen. Oh, bitte sag mir jederzeit Bescheid, wenn du deine Vorbereitung getroffen hast. Habe ich, los geht's. Ich und Nea fordere dich zum Kampf heraus. Nimmst du an? Hä? Bereite dich darauf vor, von der Geschäftsführerin von Padilla Immobilien vernichtet zu werden. Ulala, mach sie fertig, liebste Nea. Wieder ganz normaler Kampf-Theme. Was kann sie denn diesmal? Zwei Subini-Cards rausschicken oder was? Okay, da kommt schon das erste. Ich hab doch. Was zum. Ich hab doch Zorak vorne. Zorak kämpft bereits. Achso! Ah, ja, stimmt, hab ich komplett vergessen. Ja, so funktioniert Zorak. Find's lustig, wie ich es gerade komplett vergessen habe. Aber ja, Zorak kopiert das Pokémon, was auf der letzten Stelle steht. Damit der Gegner halt denkt so, oh, hä? Kommt der Name Zorak wird bei denen nicht angezeigt, bin mir auch nicht sicher. Ja, goldene Zeiten. Da hat er sich bufft. So. So, goldene Zeiten sind angebrochen. Das heißt, wir kriegen am Ende des Kampfes mehr Geld. Wie viel mehr, kann ich euch nicht sagen, aber auf jeden Fall mehr Geld. So, Ogerpon kommt weg. Und dafür kommt Ogerpon rein. Ja, ich habe zwei Ogerpons einfach mit der gleichen Maske, mit den gleichen Attacken. Ja, klar. Die Kamera, die möchte mir unbedingt zeigen, wie es unter der Erde aussieht, warum auch immer. So, du bist down! Das ist aber der gleiche Kampf. Ich glaube, die Kämpfe sind ja wirklich nur dafür gedacht, dass man halt eben ein bisschen Geld farmt. Vor allem auch für die eine Quest, die wir am Anfang der Folge gemacht haben. Hätte ich machen sollen, hätte ich es gewusst, dass man hier so viel Geld bekommt, hätte ich es gemacht, aber wusste ich nicht. Hab mich nicht so schlau gemacht, ich wusste, dass es hier eine Quest gibt. Was für ein Glück, dass ich als VIP stets Seherin des Herzens bin. Der Herzen bin. 34.000 mit goldenen Zeiten. Wie viel habe ich denn vorher bekommen? Schon wieder besiegst du mich? Werde, was bist du? Sag mal, Billy, sind die Pokémon des Pöbels immer so stark? Oder ist dieses Exemplar hier eine Ausnahme? Wenn du mich fragst, hat sie etwas, das nur wenige Menschen des geheimen Volks haben. Ein Legendary. Nee, und zwar Ambitionen. Ambitionen? Du meinst diese Sache, die uns VIPs ein Leben lang verwehrt bleibt? Deshalb konnte ich sie also nicht besiegen. Jetzt fällt es mir wie Triperlen von den Augen. Wo wir gerade von Perlen sprechen. Ich glaube, das Wasser ruft mich, Billy. Als nächstes will ich, dass du mir das größte Gewässer in ganz Paldea zeigst. Ulala, von deiner explosionsartigen Neugier könnten sich andere Jetsetter noch eine Scheibe abschneiden. Dann gönnen wir uns mal eine gediegene Auszeit am Strand einer Insel. Die wollen jetzt wieder zurück nach Paldea? Okay. Erste Klasse fliegen natürlich jedes Mal. Oh Mann. So, wir fliegen nach Paldea zurück und, ups, so, hier beim Caldeo-See wollen wir auf diese Insel zufliegen. Ich weiß, sie ist jetzt noch ein bisschen weiter weg, man kann sie aber von hier auch schon ein bisschen sehen, dort vorne. Ich glaube, es ist die dort, es müsste die sein. Ja, manchmal machen die halt Kämpfe und manchmal, ja, labern die halt nur ein bisschen. Ich finde die auf jeden Fall generell so ein bisschen lustig. Find's aber ein bisschen schade, dass man die nicht irgendwie mehr erwähnt hat. Also ich weiß nicht, ob irgendein NPC die erwähnt hat. Ich kann mich nicht daran erinnern, aber ich glaube nicht. Keine Ahnung, ich wusste auch nur von dieser Quest, weil ich es nachgeschaut habe, was noch alles zu tun gibt, nachdem man halt so ziemlich alles gemacht hat jetzt. Ich kann auf jeden Fall nur empfehlen, macht erstmal diese Quest und dann das, was ich am Anfang gemacht habe. Falls ihr überhaupt das wollt, was man da bekommt. Ein paar Coins mitnehmen. Und da vorne sind sie auch schon. Also ja, super simpel. Kein Problem. Im Gegenteil. Oh Gott, jetzt kommt das wieder, oder? Siehe das an, Billy. Ist das eine Pfütze? Aber nicht, oh liebste Onea. Das ist der größte See von ganz Paldea. Der Caldeo-See. Das soll ein See sein? Bist du dir sicher? Für mich sieht das höchstens nach einem Teich aus. Sag mal, wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen einem See und einem Teich?
Das weiß ich leider auch nicht. Ich glaube, die Wertvorstellungen von uns VIPs unterscheiden sich einfach zu sehr von den gewöhnlicher Leute, um sowas zu beurteilen. Ja, wissen einfach gar nichts. Nano, da ist du weißt schon wer wieder. Oh, du hast recht. Das ist zweifelsohne unsere liebste Vertreterin des kleinen Mannes. Du kommst sehr gelegen. Vielleicht kannst du mir eine Frage beantworten. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einem See und einem Teich? Wir könnten zwar einfach eine Suchmaschine benutzen, um das herauszufinden, wie Google oder so, aber wir sind zu reich dafür. Wir sind viel reicher als Google, den wollen wir nicht supporten. Okay, die Größe? Aber ja, verstehe. Es wundert mich nicht, dass ein Mitglied des Pöbels über diese Art von Allgemeinwissen verfügt. Als VIP ist es meine Pflicht, mich für diese Auskunft von dir zu revanchieren. In diesem Sinne, das ist für dich. 10 Triperlen. Dann lass mich noch ein bisschen meiner Weisheit mit dir teilen. Glück ist wie Wasser. Ob es eine Pfütze, ein Teich oder ein See ist, kommt nur auf Perspektive an. Hä? Du bist einfach unglaublich, meine liebe Onea. Gerade eben noch hat die Armschluckerin dir etwas beigebracht und prompt haust du ihr eigenes Wissen um die Ohren. Weiter geht's, Billy. Als nächstes möchte ich einen Berg sehen, der so hoch ist wie der Profil unserer Firma. Ulala, bei einer Vorzeige-Jazzetterin wie dir dürfte es niemanden wundern, dass der Gewinn deiner Firma höher als jeder Berg ist. Komm, lass uns auf einen verschneiten Berg Eis-Pokémon beobachten und Eiscreme genießen. Okay, ja. Wahrscheinlich hier wieder hier im Baldea. Und ich glaube, ich weiß auch schon, wo die sind. Okay, also um die jetzt hier zu finden, ist ein bisschen komplizierter, aber ich halte euch am Händchen und zeige euch, wo die ungefähr sind. Wir wollen einmal hier hinfliegen, also irgendwie hier hinfliegen oder dorthin fliegen, ist eigentlich komplett egal. Auf jeden Fall, wir sehen hier diesen Fluss und wir wollen den einfach seitlich entlang gehen. Ja, ich bin jetzt einfach hier hochgeklettert bei der Krone Paldeas, eines der 10 Wunder Paldeas. Und da unten ist der See, der Fluss. Was auch immer, ist eine Frage der Perspektive, was es ist, ne? Und jetzt wollen wir hier einfach, ich weiß, es lag jetzt sehr, wir wollen hier einfach nur ein bisschen lang fliegen, ja? Denn da, wo die sind, kann man nicht wirklich auf der Map zeigen, denn da gibt es da irgendwie ziemlich gar nichts. Gott, wie es lag, das ist echt schlimm gerade. So schlimm hat man es eigentlich nicht sehr oft. Aber die sind, glaube ich, ungefähr da, wo das Ding gerade ist, ist es ungefähr. Auf jeden Fall wollen wir da jetzt hin rasen. Ich weiß, wir machen heute eine längere Folge, aber die Quest, die muss jetzt halt nochmal abgeschlossen werden. Wäre jetzt unnötig, wenn ich das hier schon abbrechen würde. So. Jetzt wollen wir uns noch ein bisschen umschauen, ob wir die schon sehen können. Aber die müssten hier irgendwo in der Nähe sein. Ja, es ist ganz kühl hier. Hilfe, ganz viele Pokémon. Vielleicht sind sie noch ein bisschen weiter unten. Lass mal sehen, wo sind wir gerade? Ja, nee, die sollten hier irgendwo in der Nähe auf jeden Fall sein. Oh, nee. Nee, noch nicht. Da sind sie. Okay, lass mal kurz sehen, wo sind sie? Ganz hier unten. Ja. Hallöchen. Danke dir. Ohoho. Eine Welt aus strahlendem Weiß, wo man, wohin man nur sieht. Das ist wahrer Luxus. Und dank der Kleidung, die du mir zurechtgelegt hast, spüre ich die Kälte genauso wenig wie die Inflation. Natürlich hält sie dich warm. Schließlich handelt es sich um Markenware aus den feinsten Stoffen. Und Echtleder natürlich. Aber es ist schon ein schickes Outfit, muss ich sagen. Mir tun die Leute leid, die ohne solche Kleidung auf diesen Berg steigen müssen. Ja. Nana, sieh eine an, das Schicksal hat sie wieder erwartet erneut zu uns geführt. Du hast recht, das Schicksal oder vielleicht die Geldnot hat sie zweifelsohne wieder zu uns geführt. Aber sieh nur, wie dünn der Stoff ihrer Kleidung ist, liebste Onea. Ah, das sieht wirklich schrecklich dünn aus. Billy, meinst du, der Pöbel hält das hier überhaupt noch aus? Keine Ahnung, aber fürs Scheinen sind die Kleider dieser Menschen so luftig wie die Leere in ihren Geldbörsen. Vielleicht ist der Pöbel also wirklich aufgrund seiner Armut an die Kälte gewöhnt. Billy, du...
Du bist ein Genie! Für diese Erkenntnis hast du dir eine besondere Auszeichnung verdient. Eine goldene Onea. Juhu, mein Dank gilt vor allem meinem Geld. Als VIP ist es unsere Pflicht, dem Pöbel in der Not die Hand entgegenzustrecken. Hier, das solltest du haben. Hoffentlich hilft es dir, der Kälte weiterhin so tapfer zu trotzen. 10 Riesennuggets, endlich. Und lass mich doch ein bisschen meiner Weisheit mit dir teilen. Eine kalte Hand gehört einem warmen Herzen. Dieses Sprichwort ist absoluter Humbug. Merk dir das gut. Wieso zittert es? Liebste Onea, du schaust so weit über den Tellerrand, dass selbst deine Weisheiten keinerlei Regeln mehr folgen. Beeindruckend. Wie dem auch sei, Billy, unsere kleine Auszeit nähert sich dem Ende. Als krönenden Abschluss will ich ins Zentrum von Paldea reisen und dort in die Tiefe hinabstarren. Ulala, selbst auf die außergewöhnlichsten Orte dieser Welt siehst du herab. Du bist einfach die Größe aller Jetsetterin. Dürfen die da überhaupt hin? Ist das nicht illegal, Flea? Es ist gut möglich, dass wir den Schlund nicht betreten dürfen, aber ich werde trotzdem einen Antritt bei der Liga stellen. Wir haben nämlich Geld. Wow, okay. Naja, okay, das ist jetzt natürlich auch wieder offensichtlich. Also so schwer ist es jetzt nicht wirklich auszumachen, wo die sind. Man muss halt sehr lange nach dem suchen, aber ich habe einen Guide. Wenn ihr gerade von Mesa Luna City nach rechts rausgeht, können wir einfach den ganz normalen Weg nach oben klettern, nach Norden. Einfach die Berge hinauf. Ne, denn Berge so groß wie ihre Geldbörse. Die Orte gefallen ihr. Und da klettern wir jetzt hinauf. Denn wir haben Glück, sie haben es nicht in den Schlund geschafft. Also selbst mit Geld konnten sie nicht durch die offiziellen Gesetze durch von Paldea. Denn wir sind eine der wenigen, die das dürfen. Und uns wurde es auch erlaubt. So, aber ich muss kurz gucken, wo die ungefähr sind. Irgendwo hier vorne auf diesem Berg hinauf auf jeden Fall. Kann gut sein, dass die ein bisschen weiter oben sind. Ich muss mal sehen. Vielleicht müssen wir auch hier nach oben. Ja, wahrscheinlich müssen wir hier noch ganz nach oben. Oh Gott, Schlund von Paldea. Hier hört die Musik auch schon wieder auf. Mal die Zone. Das fliegt da einfach so rum. Wow, da wollen wir nicht runterfallen. Ah, wo sind die? Wo sind die? Gefunden. Ich bin einfach nur ein paar Meter weiter nach links gegangen. Habe ich ein bisschen verschätzt. Ja, hier sind sie. Aber das ist echt ein schöner Ausblick, muss ich sagen. Das ist wirklich nice. Meine liebste Onea. Oh, das ist also das Zentrum von Paldea. Was für ein riesiges Loch. Ja, liebste Onea, das ist der sogenannte Schlund von Paldea. Endlich, Billy, ein neues Abenteuer für meinen wissbegierigen Geist. Los, wir müssen hinein. Mehr Reichtum wartet auf uns. Oh nein, liebste Onea, es ist wohl verboten, den Schlund zu betreten. Ich habe mich um eine Erlaubnis bemüht, aber sie wurde uns verwehrt. Wie bitte? Nicht einmal VIPs, wie wir dürfen da rein? Ja, der Zutritt ist selbst so prominenten Persönlichkeiten wie uns untersagt. Dabei haben wir extra die Reise bisher auf uns genommen. Und jetzt willst du mir sagen, dass es Dinge gibt, die VIPs nicht dürfen. Oh, sieh an, wir haben Gesellschaft von unserer allerwertesten Vertreterin des Pöbels. Wahrhaftig, das ist sie. Sag mal, liebste Normalbürgerin, nur so als Neugier, warst du schon mal in diesem Schlund? Klar doch, mehrmals, hab doch Schein in die Hand und alles. Was? Das Geheime, das gemeine Volk darf in den Schlund und sich bereichern, aber die Elite der Gesellschaft nicht? Diese Ungerechtigkeit lässt sich nur mit einem Kampf klären. Da zeigt sich wieder dein größtes Laster. Wie ein Staraptor stürzt du dich aus heiterem Himmel auf deine Gegner. Ich habe es leicht, hier oben zu stehen. Steigen wir lieber hier hinab. Auf euer Niveau, oder was? Also, wir wollen jetzt kämpfen. Oh, wir sind jetzt ein bisschen nach unten gegangen. Oh, bitte sag mir jederzeit Bescheid, wenn du deine Vorbereitung getroffen hast. Wo sind wir jetzt? Ah, okay. Wirklich einfach nur abgestiegen. Ja, let's go. Bin ready. Sollt ihr den Gefallen tun? Ja, okay, komm.
bin bereit. Ein letztes Duell gegen mich. Nimmst du meine Herausforderung an? Ja, komm, sei leise, mach. Hast du immer noch nur eins zu Billy Card oder hast du mal was Neues im Petto? Olitena? Ach, das Oliven-Pokémon, was ich nicht so wirklich mag. Weiß nicht, ich fühle das Ding irgendwie nicht. Bin ich so ein Fan davon. Goldene Zeiten für noch mehr Cash. Yeah. Vielleicht machen wir am Ende ja die Million wieder zurück. Okay, nein, das nicht. Aber ich hoffe schon so 100k. Damit wir es so ein bisschen noch übrig haben. Okay. Aber, oh, das war jetzt ziemlich dumm eigentlich. Weil ich die Wassermaske dran habe, aber egal. Passt schon. Machen einen easy kill auf das Ding. Ha, daneben. Keine Wirkung sogar, weil ich die Pflanze bin. Kriegst einen Psychic. Nein? Kein One-Shot? Oh, damn. Das ist normal für Kief. Yep. Aber ich werde auf geheilt wegen dem Grasfeld. Nice. Thank you. So, soweit ich weiß, ob das stimmt, aber ich glaube, Goldene Zeit muss man nur einmal im Kampf einsetzen. Ich hoffe es. Weil ich werde es nicht nochmal zurückswitchen. Das lohnt sich für mich nicht. So, Snow Billy Card. Ja, war klar. Das ist zumindest das Level 75 oder so, oder ist immer noch so Low Level? Oh Mann, warum haben alle Trainer hier in diesem DLC so schwache Pokémon? Bis auf Joe, der letzte Kampf gegen ihn. Das war krass. Aber ansonsten, die können alle nichts. Mann, das ist einfach traurig und enttäuschend. Was soll ich schon sagen? Ja, 69 zumindest, immerhin. Ciao-i. Ja, falls euch die Überfolge gefallen hat heute, lasst es mich auf jeden Fall mit einem Like wissen. Mal schauen, was es als nächstes noch gibt. Oh, was eine Niederlage. 70k, wow. Und das war mit goldenen Zeiten. Ich habe mich wieder gefasst und sehe nur alles mit klarem Blick. Egal ob VIP oder Pöbel, letztendlich sind wir alle Menschen. Es gibt keinen Grund für Schranken zwischen uns. Weshalb ist mir diese offensichtliche Wahrheit nicht früher klar geworden? Es ist mir so peinlich, dass ich mich am liebsten in ein Loch verkriechen würde. Wie schade, dass ich dieses hier nicht betreten darf. Liebste Onea. Du bist uns die ganze Zeit gefolgt, um uns diese Lektion zu erteilen, nicht wahr? Ja. Und ich wollte Geld. Schon gut, du brauchst dich zu deiner Wohltat nicht zu äußern. Wir können dir nicht genug danken, es ist so freundlich, dieses Geschenk anzunehmen. 25 Riesennuggets, ja endlich, Geld lässt sich sprechen hier. VIP-Handyhülle, goldenes Handy oder was? Siehst du, Billy, durch diese Reise konnte ich als Person ganz neue Reife erlangen. Das schreit nach einem Neuanfang. Ab morgen werde ich mich als Geschäftsführerin so richtig ins Zeug legen. Ulala, würdest du damit sagen, dass du aus deinen Fehlern gelernt hast? Du bist wirklich das perfekte Paradebeispiel für alle VIPs. Wenn wir schon dabei sind, gebe ich dir, liebe Normalbürgerin, eine Lektion in Sachen Posing. Schock. Na dann, adios. Okay, Leute. Ich würde zwar gern sagen Adios, aber wir sind noch nicht fertig. Wir wollen uns noch die Belohnung anschauen, und zwar die Handyhülle. Wie wir wissen, hier vorne beim Gefährtenplatz können wir uns all unsere Handyhüllen anschauen und halt, ne, verändern. Ich bin mal gespannt, wie das aussieht. Und ja, danach beende ich die Folge. Also keine Sorge, danach passiert nichts noch mehr. Aber das war noch nicht die letzte Folge. Ich glaube, es wird noch was geben. Ich glaube, es gibt noch was, was wir machen könnten. Wir schauen gleich mal. Das war der falsche Knopf. Ich wollte hier nachschauen, ob ich das Handy hier ausrüsten kann. Genau. VIP-Handyhülle. So vergoldet. Okay. Schauen wir mal, was der Dude hier zu sagen hat. Der kennt sich ja aus mit seinen roten Phones. So, pass mal an. Nein? Was? Wie nein? Mhm. Und deaktiviert? Oh, das war schon aktiv, muss ich gar nicht machen. Oh, okay, sorry. Sorry, aber ja, das Handy sieht so aus. Goldener Rahmen. Irgendwie sieht das cool aus. Ich mag das andere. Wegen das Agieren alles, aber das hat schon Style. Oder was meint ihr, Leute? Pose? Wo mach ich nochmal Posen? Ah, hier. Oh, Schock! Wie? Ihr habt noch kein Like da gelassen?
Oh Gott, wie könnt ihr es nur wagen? Es ist unfassbar. Leute, bitte lasst ein Like da. Ohne den Like werde ich auch nicht goldener, ja? Lasst einen goldenen Like da, wenn du dreimal auf den Like-Button... Okay, komm, egal. Ciao.